Über die Ziele des Lebens wollen wir heute nachdenken. Das ist ein Thema, über das man sich, glaube ich, von Zeit zu Zeit Rechenschaft ablegen sollte oder sich mit befassen sollte, das erforschen sollte. Vielleicht zuerst mal einen ziemlich grundlegenden Gedanken, der vielleicht auch selbstverständlich ist, aber der viel deutlich macht. Frag dich als erstes einmal folgende Frage: Wie viel meiner Energie geht dafür drauf, dass ich bestimmte schlimme Dinge, die auf mich zukommen, abwehre und mich davor schütze und die in den Griff kriege? Also das eine ist die Energie, um Negatives zu verhindern. Das andere ist die Energie, Positives zu gestalten, zu entwickeln und zu erreichen. Weil wir haben das rausgefunden, das hat sich eigentlich von alleine so gezeigt, man hätte es vor, dass die Online-Seminare sind ein bisschen thematisch orientiert. Selbsterforschung anhand eines Themas, darum ist ja auch ein Thema vorgegeben. Wenn wir ein Sommerretreat haben, sind es 14 Tage und kein Thema vorgegeben, außer dass sich alle ums Aufwachen kümmern. Die Online-Seminare haben eine etwas andere Bedeutung und eine etwas andere Arbeitsweise und Wirkung. Also setzt euch mal alle 10 Minuten hin und nimm 2 Zettel. Ja, nimm wirklich 2 Zettel, die ganz getrennt sind. Auf den einen Zettel schreibst du meine Energie, die ich für positive Ziele einsetze, und auf den anderen negative Ziele, negative Ereignisse, Schaden verhindern, Schaden abwehren, zuvorkommen. Da ist die Angst zu sterben, die Angst sich aufzulösen, auch die Angst allein zu sein. Und jetzt macht die Psyche innerlich macht Folgendes. Sie beschäftigt sich nicht mit der wirklichen Angst, sondern sie beschäftigt sich mit etwas, von dem sie die Erwartung hat, dass das letztlich doch mehr oder weniger in den Griff zu kriegen ist. Ich bin dann also beschäftigt, und das hat die Wirkung, und das soll die Wirkung haben, dass die tiefere Angst gar nicht ins Bewusstsein dringt, gar keinen Raum bekommt, weil ich so beschäftigt bin. Und vor dir ist alles leer. Und jetzt erscheint in irgendeiner Form dein ganzes zukünftiges Leben in dieser Leere, in diesem leeren Raum. Und worauf es ankommt, ist nicht zu schauen, was man da sieht. Das ist ja sowieso nicht das, sondern was löst dieser Blick auf dein zukünftiges Leben? Was löst er im Augenblick für Gefühle aus? Das möglichst genau mitkriegen. Was löst er für Gefühle aus? Dieser Blick auf das zukünftige Leben. Dann mag ich jetzt hier auch eine andere Sache zu benennen, die mir schon seit langem extrem wichtig zu sein scheint. Nämlich, als ich so mein junges Erwachsenenleben war, in den späten 60ern fing das an und den 70ern. Da war vieles nicht in Ordnung im Leben und in der Welt. Aber man hatte ein klares Gefühl, ein deutliches, ein ganz sicheres Gefühl, dass in der Zukunft das alles gelöst wird und besser wird. Und man hatte noch ein zweites Gefühl. Es gab politische Unterschiede zwischen den Linken und den Rechten, wie es das immer hat. Aber man hatte eine klare Mehrheitsgewissheit, dass die Mehrheit sich einsetzt für mehr Demokratie, für die Humanisierung der Arbeit. Das war damals so ein wichtiges Stichwort.
für Gerechtigkeit, für Verteilungsgerechtigkeit, für Arbeitsverbesserung. Man hatte ein klares Gefühl der Übereinstimmung, der Werteübereinstimmung. Der Werteübereinstimmung und der positiven Entwicklung auf das Zukünftige. Das war ganz klar. Und beides fehlt heute komplett. Sollen wir noch mal einen Blick auf die Welt werfen? Weil unsere Ziele hängen auch damit zusammen, zu einem Teil, dass wir politische Wesen sind. Und wie wir eigentlich uns als politische Wesen bewegen, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie es euch geht, hat man bei dem Blick auf das Politische gleich schlechte Laune. Furchtbar schlechte Laune. Und ein Teil von einem sagt sich, Mensch, muss das sein? Können wir uns nicht was befassen, was uns fröhlicher stimmt? Ja, angesichts der Tatsache, dass die Menschen sich nicht bewegen, gibt es jetzt doch plötzlich gibt es Bewegung. Weil diese kleine 16-Jährige, die aussieht wie Pippi Langstrumpf, wahrscheinlich eine Reinkarnation. Weil die sich hingestellt hat und gesagt hat, kommt, wir gehen freitags einmal im Monat nicht mehr in die Schule, sondern demonstrieren für das Klima. Und hat das so überzeugend gesagt, dass so viele Schüler dem folgen über Monate schon in den verschiedenen Ländern, dass wir vielleicht in 10 oder 20 Jahren sagen können, damals hat es angefangen. Damals hat es angefangen, dass die Menschen das Leben und die Bedingungen wieder in die eigene Hand genommen haben. Weswegen man darüber nachdenken muss, ob es nicht vielleicht das Wichtigere ist, dass der Mensch sich verändert. Auch der Mensch, der dann in den Organisationen ist. Und wie kann der Mensch sich verändern? Er kann sich natürlich radikal nur verändern, indem er aufwacht. Sodass ich das bisher auch verstanden habe, dass mein Einsatz für das Aufwachen auch eine politische Dimension hat, die sich noch nicht sofort zeigt oder niederschlägt.